Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr schon so zu zeitiger Stunden am Sonntag hier seid. Und ich denke, das wird sich auch für euch gelohnt haben, denn ich habe heute die Ehre, zum ersten Mal zu herolden und gleich einen so wundervollen Talk anzukündigen. Ihr kennt ja bestimmt alle so das klassische Programmierbeispiel mit Hello World. Das ist so etwa das Erste, was man macht. Und Katzenmann hat das auch gemacht. Und hat da aber gleich ein paar Schwierigkeitsstufen übersprungen und zeigt euch heute, wie man unter Umgebung aller Compiler oder Interpreter direkt ausführbaren Hexcode schreibt, um an das Hello World zu kommen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, das zu sehen und hoffe, ihr habt viel Spaß und ich übergebe jetzt an Katzenmann. Viel Spaß. Ja. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um meinen Vortrag anzuhören. Ich muss zugeben, ich habe diesen Vortrag so benannt, bevor ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, wie ich es am besten mache. Deswegen benutze ich heute Rust als meinen Hex-Editor, weil da kann ich auch noch Kommentare hinter die Hex-Values packen, die erklären, was wirklich das jetzt macht. Denn in so einem reinen Text-Editor sieht man, kann man nicht wirklich noch Sachen, Kommentare hinzufügen. Aber nun gut, ich fange mal an. Eines Tages dachte ich mir, ich schreibe mal ein kleines Hello World in C. Und dann habe ich das so geschrieben und habe mir so die Binary angeguckt und habe gesehen, huch, die ist ja 16 Kilobyte groß, also ist jetzt nicht gestrippt und hat wahrscheinlich auch noch irgendwie Debug-Informationen drin, aber 16 Kilobyte ist jetzt nicht unbedingt klein. Da dachte ich mir, ich schreibe mal ein kleineres Hello World. Gut, das ist jetzt 30 Bytes groß. Das ist auf jeden Fall viel kleiner als 16 Kilobyte, aber irgendwie fühlt sich das an wie Cheaten. Dann machte ich mir ein paar Regeln. Es muss eine Executable-Datei sein. Schreibt Hello World zum Standard-Output. Und die Größe wird mit den User-Space-Laufzeitabhängigkeiten berechnet. Das heißt, in der kleinen Hello World von der Slide davor muss nun auch die Shell und Echo mit einberechnet werden und damit kommen wir zu 2,5 Megabyte. Also doch nicht so ganz klein. Okay, na gut, wenn ich das nicht als Shell-Skript machen kann, was kann eigentlich Linux ausführen? Da haben wir einmal mal diese Shell-Skripts mit Shebang. Da habe ich noch gefunden, interessanter Side-Fact, binformatmisc ist ein da kann man dem Linux-Kernel sagen, okay, ich habe jetzt hier diese Jar und die kannst du bitte mit dem Java-Programm ausführen und so kann man dann halt Jar zum Beispiel direkt ausführen, ohne Java explizit zu invoken. Das gleiche funktioniert für Windows-Dateien mit Wine. Allerdings braucht man da auch wieder ein anderes Programm dazu und das ist ein bisschen groß, deswegen die beiden können wir eigentlich schon mal ausschließen, wenn wir ein kleines Hello World schreiben sollen. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch 11. Was ist eigentlich 11? 11 steht für Executable Linkable Format. Das ist ein bisschen ein Standardformat für kompilierte Daten, zum Beispiel auch für Shared Objects, für Libraries oder eben auch für Applikationen wie Firefox, Echo, Cat, alles Mögliche. Und 11 kann Linux direkt ausführen, deswegen denke ich, passt das, ist auch nicht besonders groß. Wir schauen jetzt mal, wie kann man denn so eine 11-Binary bauen. Das Herzstück einer 11-Binary ist natürlich der 11-Header. Der fängt an mit
4 Bytes Magic Number, 7F und dann ASCII für ELF. Dann Bitformat, entweder 32 oder 64 Bit. Endianness ist hier Little Endian. Die ELF-Version, da gibt es nur die eine bis jetzt. Vielleicht macht irgendjemand mal eine zweite, wenn es gebraucht wird. OS-ABI ist hier 3 für Linux. Standardmäßig, wenn man mit GCC kompiliert, findet man auch für OS-ABI 0.0.0. Das ist dann System V und das kann dann, wenn es passt, auch auf mehreren Unix-Systemen laufen. Und dann gibt es noch einmal ein Byte, um die OS-ABI-Version zu spezifizieren. Unter Linux wird das allerdings nicht benutzt. Und dann gibt es noch 7 Bytes Padding. In den zweiten 16 Bytes findet man dann File-Type. Hier ist das eine Executable. Gibt auch Relocatable oder eben Shared Objects oder dynamisch linkbare Objects. Instruction Set 3E ist x86-64. Und dann ist hier noch einmal 4 Bytes 11 Version. Ich weiß nicht wirklich, warum das hier nochmal so genau da ist. Es ist weiterhin nur 1, aber ja. Und dann kommen wir hier schon zum interessanten Teil, denn hier sagen wir schon, wo ist unser Entry Point in Virtual Memory? So, da wir hier von Little Endian sprechen, sind die Zahlen falsch rum. Also das sind hier 401.078. Warum ist das so eine komische Zahl? Das kann ich erklären, und zwar Virtual Memory bei x86-64 startet bei 2 hoch 22. Das sind eben 400.000 in Hex. Dann alignen wir es noch 4096 Bytes weiter, damit wir nichts zum Nullpointer hinschreiben. Und die 78 ist einfach die Größe unseres ELF-Headers mit dem Programm-Header dahinter. Und danach fängt dann wirklich unser Maschinencode an. So, der Rest vom ELF-Header sind dann noch Daten für Program-Header und Section-Header. Der Program-Header, der beinhaltet alles, was der Linux-Kernel braucht oder generell der Kernel. ELF funktioniert auch auf vielen anderen Unix-Systemen. Und wird auch benutzt. Der Program Header enthält alles, was wirklich gebraucht wird, um das Programm auszuführen. Und der Section Header enthält Metadateninformationen für Linken und anderes Zeugs. Den benutzen wir heute nicht, weil wir möchten eine möglichst kleine Binary haben. Und ja. Also, die ersten 8 Bytes sind der Pointer zum Program Header, ist direkt nach dem ELF-Header bei uns. Pointer zum Section-Header, hier 0. Hier habe ich nicht richtig reingeschrieben, sind noch 4 Bytes Platform-Dependent Flags, wird wieder bei Linux nicht benutzt. Dann die Größe vom ELF-Header sieht man, ist hier auch wieder 40 Hex. Sieht man auch hier, ist dass der Programm-Header direkt nach dem ELF-Header beginnt. Dann die Größe eines Eintrags im Programm-Header und wie viele Einträge man hat. Und der Rest ist dann für einen Section-Header, wie gesagt, benutzen wir halt nicht. So, damit sind wir mit dem Standard-ELF-Header durch. Jetzt müssen wir noch den Program-Header schreiben. Das ist jetzt hier schon Rust-Code, weil das hat alles irgendwie nicht mit dem Hexdump richtig hingepasst.
Wir haben nur einen Eintrag, das ist Load, das heißt einfach, lade mir diese Daten in Virtual Memory rein mit den Flags Read und Execute. Wir fangen an von der Datei, vom Anfang der Datei und laden es bei 400.001 ins Virtual Memory. Bei manchen Systemen muss man auch die physische Adresse mit angeben. Ich glaube bei Linux nicht. Hier steht es trotzdem mit da. Nochmal die Größe in der Datei und die Größe im Memory und das Alignment. Und damit haben wir dann eigentlich schon unseren Code und den Elf-Header. Ja? Wirklich? Das ist sehr schlecht. Ich weiß es. Könnte das ganz kurz fixen, aber. Ja, okay, gut. Dann gebt mir mal kurz eine Minute. So. Gehen wir wieder. Hier, jetzt ist es sichtbar. Genau. Soll ich dann nochmal durchgehen? Sieht man eigentlich meinen Pointer hier? Den sieht man. Okay. Weil der ist auch rot. Den kann ich, glaube ich, sogar nicht ändern. Nee. Okay. Nochmal. Wir haben hier einmal unser Entry Type, Load, unsere Flags, die sagen halt nur Read, Write, Execute. Hier ist nur Read and Execute. Das ist eigentlich das gleiche. Das ist halt wieder ein Bitfield. Also man rechnet, ich glaube, Execute ist 1. Write ist dann, Write ist 2 und Read ist 4 und das rechnet dann einfach zusammen. Und dann hat man hier 5, weil Write und Execute. Nochmal fangen am Anfang in der Datei an und lesen das bei 40.001 in das Virtual Memory rein. Noch die Größe in der Datei und unser Alignment. So, nun sind wir wirklich mit dem Elf-Header fertig. Also können wir jetzt anfangen, Maschinencode zu schreiben. Aber was muss er eigentlich tun? Also, wir müssen zwei Dinge tun. Einmal ein Syscall Write, um wirklich unser Hello World zum Standard-Output zu schreiben. Und da wir nicht wollen, dass unser Programm crasht, weil der nach dem Write Syscall irgendwie in Undefined Memory reinlässt, auch noch einen Exit. Das klingt eigentlich nicht so schwer, es sind zwei Dinge, das kriegt man noch hin. Aber wie funktioniert eigentlich so ein Syscall? Im Machine Code, da funktioniert es so, man lädt die Nummer vom Syscall in das RAX-Register und das erste Argument ins RDI-Register, zweite Argument in RSI-Register, dritte Argument ins RDX-Register und so weiter. Also wir brauchen hier nur drei Argumente, deswegen habe ich das mal nur so weit aufgelistet. Nicht wundern, im Code
den ich gleich zeigen werde, heißen die, beginnen die Register mit E. Das ist, weil das sind dort 32-Bit-Register und hier sind die, die mit R beginnenden Register sind 64-Bit. So, unsere zwei Syscalls, also SysWrite ist 1 und SysExit hat die Nummer 60. So, werden wir auch gleich nochmal sehen. So, und jetzt können wir uns wirklich den Code anschauen. Und das ist eigentlich nur wirklich Move in das EAX-Register, 1 für SysWrite, ins EDI-Register. 1 ist File Descriptor 1 ist der Standard-Out. Und dann hier ist es wirklich RSI-Register, denn wir haben wir machen wirklich einen Pointer. Deswegen brauchen wir das ganze 64-Bit-Register. Haben wir hier den, die Adresse vom String in Virtual Memory. Das ist dann einfach hinten ans Programm ran appended, muss man halt ausrechnen, wirklich wo der String ist. Normalerweise macht das der Compiler oder der Assembler. Und dann noch die Länge vom String ins EDX-Register und dann syscall. Und dann wird auch schon eigentlich Hello World geschrieben. Das sehen wir dann auch gleich. Jetzt der zweite Teil ist wieder Move AIX, SysExit und dann Exit Code 0 und dann sind wir auch eigentlich fertig. ja. Und dann würde ich euch einmal kurz zeigen, wie das dann wirklich aussieht. Hallo? Ach, okay, warte. Ich glaube, ich muss kurz die Präsentation beenden. Da. Ist das groß genug? Noch ein? So. Wieso? So, gut. Und zwar haben wir hier unser main.rs, das ist einfach unser Hex-Editor und hier steht dann einfach der ganze Elf-Header drin, was ich gerade schon gezeigt habe, der Program-Header, unser Programm und am Ende wird dann noch dieses Hello World und das kommt alles in die Hello-Datei und dann kompilieren wir das einmal. Ich habe eigentlich gesagt, wir benutzen keinen Compiler. Hm, Mist. Naja, führen das aus und dann haben wir schon hier unser 172 Byte große Hello Binary. Müssen die noch manuell ausführbar machen und dann haben wir unser Hello World. Und dann kann man sich das hier nochmal angucken und dann sieht man hier auch wirklich, dass alles, was wir geschrieben haben, drin ist. Die ersten vier Zeilen sind Standard-Elf-Header, dann hier der Program-Header und irgendwo fängt dann, keine Ahnung, ich glaube hier oder so unser Programm an und am Ende ist dann nur noch der Hello World-String. Ja. Und dann danke fürs Zuhören. Also hier habe ich noch einmal hingeschrieben. Ja, vielen lieben Dank, lieber Katzenmann, für deinen tollen Vortrag. Gibt es Fragen von euch?
So, dann ich würde mal hier einfach durchgehen. Danke. Danke für den Vortrag. Gibt es auch die Möglichkeit, also ich frage mich gerade so, vielleicht auch Quatsch, aber kann man diesen Elfheader auch weglassen? Nee, das geht nicht. Also bei Windows funktioniert das Ausführen von Dateien so, dass Windows wirklich sich die Dateiendung ansieht und sieht, was das dann ist. Dort könnte man dann vielleicht sowas bauen, dass wenn irgendwie .bin die Endung ist, dass es gleich anfängt, den Maschinencode auszuführen. Allerdings bei Unix und eben auch Linux schaut sich der Kernel wirklich an, was ist jetzt in dieser Datei drin, und wenn dort einfach anfängt, direkt am Anfang der Datei mit Maschinencode, dann weiß er nicht, okay, was ist das hier eigentlich, und weiß nicht, wie er es ausführen kann. Also es muss schon dieser Elf-Header drin sein, damit es sieht, okay, das ist eine Datei, die kann ich ausführen, und wie muss ich hier den Code in Memory reinladen. Ja, warum ist denn jetzt aber das Elf von dem GNU-CE so lang? Das habe ich mir jetzt, also das können wir uns eigentlich gleich nochmal angucken. Dann C Hello. Ja, dann haben wir hier unser a.out, das ist jetzt einfach auch Hello World, und dann machen wir einen Hexdump. So, und dann sehen wir, es ist einfach, ach okay, es ist ja, ich kann jetzt hier nicht, na gut, warte, wie mache ich denn das? Mit Less kann ich scrollen. Ja, es ist einfach hier ganz viel Zeugs drin. Also man sieht, das ist auch 11. Ganz oben ist auch eine 11-Binary, ist auch ein 11-Header drin. Allerdings steht dann hier halt einfach noch ganz viel anderes Zeugs drin. Ich habe mir das jetzt nicht wirklich weiter angeguckt, was das alles für Zeugs ist, aber ja. Was auch noch ein interessanter Command ist, ich weiß nicht, habe ich es gerade? Jo. Read 11. Da kann man so ein bisschen Informationen über 11 Dateien bekommen. Und dann sieht man hier, es ist halt zum Beispiel ein Section Header drin, wo dann einfach die einzelnen Sektionen. Ja, ich weiß nicht wirklich, was die Sektionen machen. Ich habe es nicht gebraucht für meine Elf-Binary, aber ich glaube, es ist einfach Link-Informationen und vielleicht Debug-Informationen. Und weitere Program-Header. Es ist einfach ganz viele Metadaten dran. Ich glaube, der reine Code wird wahrscheinlich ähnlich groß sein wie in meiner Binary. Und meine erste Frage hast du zumindest, ob das eine Antwort ist. Also ich wollte noch mal wissen, was der Unterschied zwischen dem Program-Header und dem Section-Header ist. Das hatte ich nicht ganz mitgeschnitten. Und die zweite Frage ist, in dem du hattest gesagt, dass in dem Elf sind dann noch Rechte vorgegeben. Inwieweit unterscheiden die sich von den Dateisystemrechten? Beziehungsweise bezieht sich das dann auf den Speicherbereich, wo das Programm liegt, oder wofür sind die Rechte eigentlich gedacht? Ja, also ich fange erstmal mit der ersten Frage an. Der Program-Header ist wirklich einfach nur für Daten da, die der Kernel braucht, um das Programm wirklich auszuführen. Also die bekannteste oder meistgenutzte Program-Header-Type ist halt einfach Load, was einfach halt Daten verschieden ins Virtual Memory bringt.
Ich denke mal, wahrscheinlich hier wird es auch anders sein. Ich habe in meiner Binary nur einen Program-Header benutzt, um alles reinzuladen. Hier wird wahrscheinlich der String dann auch separat von dem Code reingelesen werden und nur als Read deklariert sein. So, und das, da kommen wir auch zu den Permissions. Das ist einfach, wenn du jetzt einen String hast, du möchtest nicht, dass dein String executable ist. In meinem Programm ist es jetzt, einfach um Platz zu sparen, damit ich nicht einen zweiten Program-Header-Eintrag machen muss. Aber in jedem normalen Programm willst du, wenn du einen zum Beispiel vom Nutzer gegebenen String hast, dass der nicht unbedingt executable ist, weil sonst hast du potenziell eine Remote Code Execution oder halt einfach, ja. Quasi die Rechte auf dem entsprechenden Speicherbereich, wo das dann drin geladen wird. Genau, okay. Ja. Und wenn das halt, wenn dann versucht dein Programm einen nicht executable Bereich halt auszuführen, bekommst du einen Segmentation Fault und dein Programm crasht. Du hast ja beim Kompilieren jetzt einfach nur ganz normal GCC ohne irgendwelche Argumente genommen und dadurch hat sich ja die File Size ergeben. Wie wäre das oder könnte man mal live testen, wenn man dem jetzt noch Argumente mitgibt, die das Ganze auf Größe optimieren, wie nah man dann rankommt? Ja, können wir gerne probieren. Zum Beispiel 0S. OSize war, glaube ich, was? Nee, 0S. OS. Dann sind wir immer noch bei 16K. Man kann auch probieren Strip. Habe ich? Ja, genau. Ja, sind wir bei 14K. Ich weiß nicht, kennt jemand noch weitere GCC oder andere Commands, mit denen wir das noch kleiner kriegen? Ja? Ich hoffe, das versteht man halbwegs so. Keine Ahnung. Aber vermutlich könnte man ja das Ganze ohne Standardbibliothek kompilieren, weil jetzt hast du ja die ganze C-Standardbibliothek damit drin für den Put-S. Du könntest ja in C direkt Assembly schreiben, ja, und dann die Standardbibliothek weglassen. Das wäre vielleicht noch eine Option, um das kleiner zu kriegen. Das ist aber natürlich keine reine GCC-Option mehr. Das stimmt, das wäre auf jeden Fall möglich, aber das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, wie man das macht. Gut, gibt es noch Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann bitte ich euch nochmal recht herzlich um einen großen Applaus für Katzenmann. Applaus